Herzlich willkommen zu dieser Einführung über Chemotion, die insgesamt aus 3 Videos besteht. In diesem ersten Video werden ein paar allgemeine Informationen über Chemotion präsentiert. In den Videos 2 und 3 wird es jeweils um das elektronische Laborjournal von Chemotion, kurz Chemotion ELN, und dem Chemotion Repository gehen. Bei der Präsentierung dieser beiden Programme wird vor allem auf ihre Anwendungsoberfläche und deren Aufbau eingegangen. Chemotion ist der übergeordnete Name für Projekte, die den Aufbau und die Entwicklung von Werkzeugen für das Forschungsdatenmanagement in der Chemie und den angrenzenden Wissenschaften als Ziel haben. 2 Komponenten von Chemotion, die für die praktische Anwendung besonders wichtig sind, sind das elektronische Laborjournal, Chemotion ELN, und das Repository von Chemotion. Die Abkürzung ELN steht dabei für Electronic Laboratory Notebook. Es handelt sich hierbei um eine Oberfläche zur Erstellung und Verwaltung von elektronischen Laborbucheinträgen direkt im Labor. Hier können nicht nur Versuchsanleitungen digital gespeichert werden, sondern Strukturen, Reaktionsgleichungen sowie analytische Daten angelegt werden. Man hat Zugriff auf gemeinsame Chemikalienlisten des Arbeitskreises und es können ausgewählte Objekte mit anderen mitarbeitenden Personen über verschiedene Zugriffsrechte geteilt oder gänzlich übertragen werden. Das Chemotion Repository dient hingegen zur Veröffentlichung der Forschungsdaten entsprechend der Fair Data Prinzipien. Datensätze können mit Hilfe des Repositories mit der globalen Wissenschaftsgemeinschaft schnell und effizient geteilt werden. Der Aufbau der Repository-Oberfläche erleichtert die Nachnutzung der Forschungsdaten. Sowohl das elektronische Laborjournal als auch das Repository von Chemotion sind Open-Source-Programme. Eine Besonderheit von Chemotion ist, dass das elektronische Laborjournal direkt mit dem Repository verknüpft ist. An dieser Stelle soll noch einmal gesondert darauf hingewiesen werden, dass das Laborjournal und das Repository von Chemotion zwar komplementär genutzt werden können, dies aber nicht zwingend notwendig ist. Beide Anwendungen sind auch unabhängig voneinander nutzbar. Thank you.